Hallo und herzlich willkommen zu einer Aufnahme League of Legends. Ich spiele Ezreal AD Carry mit dem Skin, den ich nicht mag. Und Lukas spielt Snorre Singed Top Lane. Easy. Ja, immer. Hast 2,5 Jahre nicht gespielt, aber du bist von jedem Champ der Main. Ich habe auch Singed, glaube ich, 1,5 Jahre nicht gespielt. Oh. Oder zwei Was? Jahre. Nein! Damals, wo ich mir den Skin gekauft habe. Oh Mann. Ich werde sowieso auch Small kriegen gegen Jayce Toplane. Alter, ich darf gegen Syrah und Tristana. Das ist Stimmt, so ein. deswegen habe ich mir den Skin gekauft. Die Backpot-Animation ist ziemlich geil. Das ist so ein Witz. Ja, stimmt. Auf seinem Schlitten. Oh, ich habe doch keine Lust gegen eine Tristana zu spielen. Das ist so dumm. Und gegen Zyra, noch viel nerviger. Ja, vor allem, weil sie gebufft wurde. Das ist total unbalanced. Lä, der Voidling von Malzahar, der hat einfach seinen Voidling auf der falschen Seite gespawnt. Nein. Hashtag get wrecked. Funktioniert das doch nicht. Wie? Jetzt Krebs. Aber Andi, weil wir es gerade mal bei dem Thema hatten, Chase war auch von Season 3 Top-Laner. Das stimmt. Den habe ich, glaube ich, aber erst Season 4 gespielt. Hashtag Andi, immer eine Season zu spät. Hey, ich spiele gerade Lucian, Ezreal und Jhin. Okay, Ezreal spiele ich in letzter Zeit eher weniger, aber trotzdem. Ach ja, das waren noch Zeiten. Macht dich, sobald ich ein bisschen Items habe, auf dem Proxy sind schon gefasst. Dass die gegen Chase of the Lane nichts ausrichten können. Ja, sollte ich halt aufpassen wegen seiner E prozentual Damage. Naja, da kann mich noch einfach so runterpauken. Was soll ich denn gegen ihn machen? Lauf ich hin, kickt er mich weg. Das stimmt. Und der kann mich poken. Kann nicht. Kann es irgendwie sein, dass man mit Pulsefire Ezreal besser last-hitten kann? Nein. Weil das fühlt sich irgendwie einfacher an wie sonst. Irgendwie machen meine Auto-Attacks mehr Schaden. Du kennst es doch, Andi. Skin gleich Skill. Hallo? Immer. Deswegen spiele ich immer mit TPA. Ich will jetzt nicht zu sehr angeben. Dann möchte ich den Gegner noch eine Chance lassen. Ja, schon. Ja, jeder weiß, Ultimate gibt 20% Schaden. Ja, hallo? Das ist auch der Grund, warum Riot übrigens Skins released. Du musst halt den Vorteil ankaufen können. Ja. Check on the boy. Es ist halt immer noch ein Pay-to-Win-Game. Ja. War es immer, wird es immer sein. Hashtag pay to win, League of Legends. Oh Mann. Also für die Idioten unter euch, ich habe zwar kein Sarkasmus-Schild, aber wenn ich eins hätte, würde ich es jetzt hochheben. Ach ja, du immer mit deinem Sarkasmus-Schild. Das waren noch Zeiten. Wo du Dennis jedes Mal erklären musstest, wann du Sarkasmus benutzt hast und wann nicht. Ich Oh hatte Mann. wirklich mein Sarkasmus-Schild. Stimmt, ja. Stimmt. Aber du musstest Dennis echt immer erklären, wann du Sarkasmus benutzt hast und wann nicht. Achtung, Sarkasmus. Kannst du schwer einen Hirnschaden tun. Läuft doch. Meine Lane ist so nervig. Ich dachte irgendwie, dass der Chase Mitte ist und der Mordekaiser so top, aber Hätte ich mir YOLO. auch gewünscht, aber ja. Man muss nehmen, was man kriegt. Ich hab keinen Mana für den Finden. Ich habe noch kein einziges Mal meinen Thunderlords geprockt in diesem Game. Wieso sonst noch Thunderlords mit auf der Schiff? Weil das nachher richtig Schaden macht. Was auf 30% meiner AD eskaliert? Von der Theorie. Da hab ich niemanden gemacht.
Und außerdem habe ich meine Space eh alle 2 Sekunden gefüllt. Was? Die fucking Pflanze war in der Wand, ich hab die nicht mal gesehen. Ist eigentlich so schlecht im Farmen im Gegensatz zu Chase. Das ist eher einfach Chase ist. Hey, ich Glaub habe ich. genauso viel Farm wie die Tristana. Ja, Brand macht den Last Hit. Brand Last Hit. Das ist ein Hurensohn. Ist kein Support. Ist ein Hurensohn. Ein wilder Hurensohn has spawned. Kommt der denn noch einmal mal her? Ein wildes Hitler-Minion ist gespawnt. Alter. Bin gerade so schlimm. Bin ich überhaupt laut genug? Ja. Ich glaube schon. Nein, Hör auf im mich Video. anzuschreien. Hör auf mich anzuschreien, Anni. Ich meine, ob ich im Video laut genug bin. Sag dir auf mich anzuschreien! Okay. Schrei mich bitte nicht an! Also OBS sagt, ich bin genauso laut wie du und der Ingame-Sound. Wenn es nicht so ist, dann ist OBS scheiße. Dieser Ingame-Sound werde ich niemals verstehen. Oh Mann, die Lane ist so kotzig. Vielleicht sollte ich mal auf. Nein. Wenn ich meine Stimme mit Audacity aufnehme, dann muss ich es ja zusammenschneiden. Wolltest du gerade sagen, vielleicht sollte ich mal die Aufnahme starten? Wenn ja, dann wäre es für dich. Nein, die läuft schon. Oh, vielleicht sollte ich mal die Aufnahme starten. ja. Ich kann nur auf Aufnahme stoppen klicken, aber das siehst du ja nicht. Keine Ahnung, was ich so. Aber wird schon irgendwas sein. Alter, wie ich mich total verschätzt bei dem Minion-Leben. Ich habe so lange keine Ezreal mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Minions ich lastet, gerade und welche nicht. Ja. True Shot Barrage. Charged. Gut, als Season 3, wo sich jeder noch über Proxy Sinch aufgeregt hat. Als Proxy sind schon noch OP war, ja. Ja, weil niemand wusste, was man dagegen tun soll. Ihn Einfach auf der Lane stehen und töten? auf. Oder einfach auf der Lane stehen und aufhören. Was ist das Problem? Ja, oder so. Oh, hallo, Shyvana. Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ihn töten. Zu zweit kommen. Und nicht alleine versuchen, ihn zu töten. Ja, vor allem die benutzen einfach noch alles. Lol. Okay, beide kein Flash mehr. Zweimal Flash, für den Kill, easy. Ich weiß nicht, was er dadurch denkt. Denkt er jetzt nicht, hör auf damit? Ist Tana keine Ulti? Ja, meine Lane macht einfach keinen Sinn, gegen ihn zu lernen. Eine Chance, ihr müsst uns, ihr müsst einfach aus den Lines richtig zurückschauen. Hallo, vielleicht weiß er nicht mal, was ein Proxy Sinched ist. Ah, Es du hast gibt noch auch keine Leute, Ahnung. die wissen nicht, was Proxy Sinched ist, weil sie da damals noch nicht gespielt haben. Das musst du Ja. immer mit einbedenken. Traurige Welt. Die haben so viel verpasst. Ja, das waren noch Zeiten. Glaube, das war die einzige Zeit, wo Sinched wirklich gehypt war. Und Season 2. Ich weiß noch, mein erstes Lobby-Game. Ich war bei dir und dachte mir einfach nur so, was ist das für ein Scheiß? Ich starb einfach nur die ganze Zeit. Und ich hab Mundo gespielt. Ja. Best Game of my life. Und so.
Und danach habe ich erstmal eine Woche lang gesagt, ich würde es nie wieder spielen. Und jetzt spiele ich es seit 4 Jahren. Das ist so, das ist irgendwie komisch. Egal, erstmal backporten. Botlane ist weg. Wenn ich den Chase einfach mehr vom Farmen abhalte, als ich überhaupt was bekomme, so gell? Läuft. Der rennt mir mal kurzzeitig hinterher und dann kann ich nachbauen und ich krieg nicht den Moss. Die neue Brand-Passive ist so OP. Ich glaube, ich muss mal Brand spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gespielt habe. Aber ich glaube schon. Irgendwann mal. Ja. Immer diese Champs, die ich seit Ewigkeiten habe und noch nie gespielt habe. Ezreal, do you acquire map? No. Richtig. Lel. Minion dodgt meine Q. Und ich treffe einfach Tristana mit meiner Q. Okay, jetzt ist Mordekaiser so oben. Mit dem Laser bin ich zufrieden. Ach komm schon. Wieso ist die Tristana schnell? Wieso? Wieso kauft sich jeder verdammte AD Carry First Item Boots? Vor allem, warum bei Seiterwood? Keine Ahnung. Das ist einfach nur. Wieso? Seit Berserker Boots so verändert oder so genervt wurden vom Movement System total gut ist. Ich meine, Berserker Boots, gut und recht, aber komm schon, First Item. Boots. Das ist so. Ich meine, es gibt einen Grund, warum du dir ein Ultimate Bravery als erstes Shoei kaufen sollst. Ich meine, klar, du kannst dem Kill hinterherlaufen, aber nein. Du machst einfach viel zu wenig Schaden damit. Heh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 
Vor allem, wenn du zwei Lowlife-Gegner siehst und kein Mana mehr hast. Danke. So. Jetzt habe ich zwar auch Boots, aber ich habe mir wenigstens ein Item davor gekauft. Ja gut, das ist ein cooler Boot, das ist halt noch besser. Ja, und keine Lappenschuhe. Welche Dragon ist überhaupt da? Nur der Wind. Nein, Ozean. Nein, warte, was? War das Wind oder Ozean? Keine Ahnung. Beides wäre geil für mich. Stimmt, für dich wäre beides geil. Das müsste der Ozean sein. Ich find's auch richtig gut, dass du jetzt halt in verschiedenen, halt mit verschiedenen Team Compositions einfach verschiedene Dragons favorisieren kannst. Aber du willst halt nie, dass der Gegner einen Dragon bekommt. Weil das ist allgemein schon schlecht. Syrah kann Flash. Hallo, sie waren auf dem Schirm schon wieder. Ja, habt ihr eure Lektion immer noch nicht gelesen. You acquire a map? No. So, jetzt noch Rileys und dann können die mich alle großen Teil jetzt am Arsch lecken. Ah, das stimmt. Gut, Chiba, da kommt sowieso ab und zu einer Topline, greift mich jetzt an, dann geht jeder. Ich hab auch machen. Das ist zwar noch keine Ulti. Haben sie den Attack Speed von Ezreal gebufft? Ich glaube nicht. Kommt mir irgendwie so vor. Oh, das liegt daran, weil ich so viele Qs getroffen habe. Weil jedes Mal, wenn ich einen Spell kriege, kriege ich ja mehr Attack Speed. What's the position? Lukas, what's the position? Was nicht. Sag mal den Sinch, den Chase. What's the position, Chase? Also ich würde sagen, der Sinch steht so am zweiten Tower. Warum stehst du dich hinterm zweiten Tower? Ja, hinterm zweiten Tower kacke ich dich trotzdem, weil du dann nur so ein kleines Feld hast zu laufen. Ah, das ich stimmt. Keine Bewegungsfreiheit. Da hast recht. Ein Proxy hinterm Inhibitor. Ach, der baut sogar AP-Morde. Boah, schon so ein Gangster. Ja, Tank-Morde hätte wenig Sinn auf der Midlane. Nein, aber AD-Mordekaiser hat man irgendwie ziemlich viel gespielt. Seit dem Rework, deswegen. Okay, Chase, wir könnten Freunde sein, wenn du jetzt nicht gleich zu mir kommst. Soll mich einfach in Ruhe den Blue Buff machen lässt. Du Wichser! Wir waren die längste Zeit Freunde, du Wichser! Danke. Hallo, GGWP. GG. Wieso? Keine Ahnung, einfach Minute 20 aufgeben. Aber hey, ich hab den Blue Buff gefinisht. Ja, easy.
Ich nicht. Ja, ich bin der Tja. Gewinner. Ich bin der Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Ich hoffe, es Danke. hat euch gefallen und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.